Die moralische Grundfrage des Fleischessens ist folgende. Warum essen wir das Fleisch von bestimmten Tieren und nicht das Fleisch von Menschen? Menschen sind alles in allem ja auch nichts anderes als Tiere. Wo liegt also der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass ich selbst ein Mensch bin. Ich habe mich in einem Evolutionsprozess entwickelt, in dem das überlebt, was sich zum Überleben eignet. In diesem Prozess hat sich eine Präferenz für die eigene Spezies herausgebildet. In diesem Prozess ist auch die Fähigkeit und Neigung, Fleisch zu konsumieren, entstanden. Diese Tatsachen sind auch für eine Moral, die sich aus dem Selbstzweck der Existenz speist, keine Evidenz für das Essen von anderen Tieren. Lediglich ein Indiz, dass diese Vorgehensweise in der Vergangenheit moralisch war. Sollte das Essen von Tieren in der Vergangenheit moralisch gewesen sein, stellt sich die Frage, ob sich in der Gegenwart etwas geändert hat. Ich würde diese Frage bejahen. Menschen in meinem Umfeld leben im relativen Überfluss. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, Fleisch zu konsumieren. Im Gegenteil, die Produktion von Fleisch ist wesentlich weniger effizient als die Produktion anderer Lebensmittel. Es besteht zwar ein gewisser Aufwand darin, sich ohne Fleisch ausgewogen zu ernähren, aber das liegt größtenteils daran, dass Menschen, die kein Fleisch essen, eine Minderheit sind. Nachdem nun meine moralische Grundrichtung festgelegt ist, stellt sich noch die oft schwer zu quantifizierende Frage nach dem Betrag dieses multidimensionalen Vektors. Auch verständlich, wie wichtig ist dieses moralische Urteil? Diese Frage kann ich nur so beantworten. Wichtig genug, um dieses Video zu machen, aber nicht wichtig genug, um kein oder auch nur weniger Fleisch zu verspeisen.